Ja. Hallo, noch ein Stück? Nein. Nein. Du bist ja Bürgermeister von Friedrichshagen, ne? Fast. Der Mann mit der pinkfarbenen Klarinette, das ist Otto Kaplan. Und roten Klarinette, ne? Pinkfarben, das war ja, es gab auch mal so ein Orchester, da war einer mit der pinkfarbenen Klarinette. Genau. Also, Dankeschön, Otto Kaplan, Otto's Five the Club Jazz Band. Wenn Sie diese Musik mögen, keine Angst, die Männer machen jetzt nur eine kleine Pause und kommen dann gleich wieder. Friedrichshagener Musik beim Friedrichshagener Fest. Und die Dichte an Musikern und Künstlern hier in dieser Region, in dieser Straße, rund um den Mückesee ist so groß, dass wir hier 6 Wochen lang Programm machen könnten, ohne Unterbrechung. Das gibt es wahrscheinlich in ganz Deutschland nicht nochmal. Jetzt kommen wir zu unserem traditionellen Talk. Das ist sehr ungewöhnlich auf Straßenfesten. Seit 23 Jahren gibt es das und das funktioniert hier auch gut. Wir hatten mitunter hier schon so viele Politiker, dass sie von da drüben nach da drüben gestanden haben. Das war schon fast dann zu viel, da ist gar nicht jeder zu Wort gekommen. Heute konzentrieren wir uns mal auf unseren Bürgermeister, denn der muss ja auch in zu vielen Fragen Antworten haben, auch wenn es gar nicht immer parteipolitisch seine Partei betrifft, sondern als Bürgermeister steht man ja über den Dingen. Und deswegen haben wir ihn auch eingeladen, jetzt mittlerweile zum zweiten Mal gestern zur Eröffnung um 11 Uhr. Und wir sagen herzlich willkommen, Oliver Igel. Guten Morgen, herzlich willkommen in Friedrichshagen. Wir holen dazu Tobias Appelt, Förster der Werbegemeinschaft Friedrichshagen. Und wenn es ganz speziell wird nachher bei Ihren Fragen, vielleicht haben wir auch noch zwei da, die im Abgeordneten, 3 sogar höre ich jetzt gerade. Wir haben die Frau Harrand da, Renate Harrand ist ja hier, die arbeitet im Abgeordnetenhaus von Berlin und ist, hat hier ihren Wahlkreis. Und wir haben auch noch den verkehrspolitischen Sprecher der Fraktion der Bündnis 90 Die Grünen hier. Also wenn es so spezielle Fragen gibt, dann kann man die auch noch darstellen. Aber es dreht sich erstmal alles um unser Bürgermeister, wie auch sonst, die ganze Woche über wahrscheinlich. Aber hier gibt es jetzt möglicherweise Fragen von dem einen oder anderen. Und wir wollen das wieder so machen, dass Sie, also im Publikum, die Fragen stellen können. Und dafür haben wir unseren Außenreporter, nicht Harry Hirsch, sondern Marian Hochrichhausen. Und der meldet sich jetzt mal bitte. Wo bist du denn, Marian? Ich bin ganz in der Nähe, also gar nicht so weit weg. Und wir bitten also die Bürger, wenn sie Fragen haben, und wir sind uns sicher, dass viele Fragen haben, einfach den Arm zu heben. Und dann sind wir mit dem Mikrofon auch schon sofort bei Ihnen. Dann stellen Sie Ihre Frage und die Politiker antworten. So einfach. Ja, ganz genau, so machen wir es. Und wir haben ja gestern, hat ja unser Bürgermeister schon das Fest eröffnet und hat nette Worte gesagt. Wir haben ein Gläschen Sekt getrunken, das war schon sehr schön voll gewesen. Und der ganze Tag war natürlich ganz toll und unendlich voll hier. Das war also wirklich ein Besucherrekord, würde ich fast sagen, gestern. Also großartig, und dass das heute Vormittag schon wieder so voll ist und die Sonne scheint, das ist schon ein Zeichen, dass das Böllsche Fest wirklich ein etabliertes, schönes Fest ist. Und jetzt mal zur ersten Frage, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht um ziemlich so alle Themen, also fast alle Themen, sagen wir mal. So, und da haben wir in den letzten Jahren wirklich ganz viele Themen gehabt, die waren hier sehr brisant, vom Kino über das Toilettenhäuschen, über die Flugrouten, bis hin zum Müggelturm, zu Radfahrwegen, und da hat sich manches geändert in einem Jahr, manches aber auch nicht. Manche Probleme sind erledigt, manche sind geblieben. Und wenn Sie jetzt eine Frage haben, melden Sie sich mal bei Marian, das ist die Gelegenheit, jetzt eine öffentliche Bürgersprechstunde sozusagen, ne? Hat jemand eine Frage? Ja, ruhig mutig sein. Also einer macht den Anfang und dann haben wir immer die Erfahrung wenn nicht, gemacht, ja? Dass das immer dynamisch wird. Genau, dann wir müssen das erstmal ins Rollen bringen. Und Tobias hat ja auch eine ganze Menge Probleme auf dem Herzen, die Friedrichshagen betreffen. Dafür setzt er dich ein. Darum geht es bestimmt jetzt, ne? Naja, Probleme sind Lösungen, Arbeitskleidung. Und die Politiker sind sozusagen unsere Arbeiter, die diese Dinge zu lösen haben. Ich muss der Vollständigkeit halber noch sagen, dass auch der Christian Schild von der CDU noch da ist, der ebenfalls für die eine oder andere Frage zur Verfügung stehen würde. Aber in erster Linie wollen wir natürlich heute den Verantwortlichen für alles hier in die Zange nehmen. Ja, der Herr Igel hat sich bereit erklärt, für eine Tortenschlacht zur Verfügung zu stehen. Wir werden also jetzt viele Fragen hoffentlich loswerden. Ich fange mit einer an, die mich persönlich als Vorsitzender der Werbegemeinschaft doch ziemlich bewegt. Und zwar haben wir, ich weiß nicht, wer es schon mitbekommen hat, wir haben ja eine relativ große Baustelle noch vor uns. Also wenn Sie glauben, dass die Baustelle Hirschgartendreieck groß ist, die nächste, die auf uns zukommt, die wird noch viel lustiger. Und zwar möchte die BVG nicht nur da vorne das Gleisbett erneuern, sondern auch auf der gesamten Länge der Böllsche Straße soll das Gleisbett erneuert werden. Das hat sein Verfallsdatum erreicht und es muss auch in der Größe etwas verändert werden. Da gibt es 2 unterschiedliche Pläne. Ich darf sagen, dass das Bezirksamt und wir uns fast einig sind,
wie das Ergebnis auszusehen hat. Nämlich im südlichen Teil soll das Gleisbett abgesenkt werden und die gesamte Straße soll quasi ebenerdig bleiben. Falls ich nicht die fachlich korrekte Formulierung dafür nehme, Herr Igel, Sie werden mich dann sicher gleich korrigieren. Die BVG möchte aber genau anders, weil es preiswerter ist. Die möchte ein erhabenes Gleisbett, so wie es im südlichen Teil ist, ein begrüntes, erhabenes Gleisbett, einmal quer durch die Goethestraße, quasi eine Grenze von Nord nach Süd. Und das dürfte zumindest für viele Gewerbetreibende und auch für, für das Gesamtambiente der Straße eine ziemliche Katastrophe sein. Und ich würde gerne den aktuellen Stand der Dinge aus Sicht des Bezirksamtes hören. Ja, Herr Abel, meine sehr geehrten Damen und Herren, da sind wir uns ja tatsächlich mal einig, wenigstens in einem Punkt. Wir sind aus Bezirksamtssicht auch dagegen, dass es dieses separate Gleisbett über die gesamte Böllsche Straße gibt. Sie haben auch die wesentlichen Argumente genannt. Das wäre für die Querung Fußgänger, Radfahrer, Rollstuhlfahrer eine absolute Katastrophe. Die Böllsche Straße würde wirklich wie eine Mauer geteilt werden. Da sind wir dagegen. Die BVG sieht das komplett anders. Die BVG will, wie Sie gesagt haben, ein durchgehendes, separates Gleisbett. Da ist jetzt noch eine ganze Menge Überzeugungsarbeit zu leisten. Baustadtrat Höllmer, von dem ich auch herzlich grüßen soll, der hatte auch schon Gespräch mit der BVG-Chefin Frau Nikutta selbst. Sie überlegen noch, was das bedeutet, werden wir sehen. Ich bin jedenfalls ganz froh, dass wir von dieser Baustelle relativ früh erfahren haben. Das wissen wir ja schon seit einem Jahr oder länger, dass ab dem Jahr 2014 das geplant ist und jetzt im Grunde genommen noch die Gelegenheit auch für uns ist, da zumindest zu versuchen, dort einzugreifen, uns in diesen Prozess einzubringen und nicht einfach die BVG machen lassen. Wenn die BVG einfach macht, dann verfolgt sie ihre Pläne so, wie sie das wünscht. Und da haben wir eben eine andere Auffassung wie die Werbegemeinschaft, wie der Bürgerverein auch, dass also dieses separate Gleisbett nicht kommen soll. Und da müssen wir bis nächstes Jahr noch ein bisschen ackern. Was können wir denn da tun? Also einfach mal nur wieder angemerkt, ja, die Sperrung der des Müggelseedamms. 4 Tage, glaube ich, 5 Tage vor dem Bölschefest. Der Müggelseedamm wird komplett gesperrt. Die Umleitung ist die Böllsche Straße. Diese ist am Wochenende gesperrt. Wir beantragen dieses Fest bei der Verkehrslenkung, keine Ahnung, fast ein halbes Jahr vorher. Wie kann sowas passieren? Also irgendjemand muss sich doch mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr hatten wir im Sommer einen Tag lang fast alle halbe Stunde telefoniert, als die BVG auf einmal mal ganz plötzlich ohne jegliche Ankündigung die gesamte Böllsche Straße sperren wollte. Jetzt sperren sie auf einmal den Müggelseedamm. Hier nicht nur da vorne am Hirschgarten-Dreieck, sondern quasi einfach mal den gesamten Müggelseedamm. Die Gewerbetreibenden, deren Vertreter wir sind, prügeln auf uns, zu Recht. Wir wissen von nichts. Was sind wir für ein Verein, wenn wir nicht informiert werden? Wenn ich Sie frage, sagen Sie, Sie wissen auch nichts. Wo sind wir? Afghanistan? Wir sind erstmal noch in Friedrichshagen, dabei bleibt. Wo wir allerdings bei der Verkehrslenkung Berlin sind, das dürfen mal die Abgeordneten und auch der Senat beantworten, ist ja eine Senatsbehörde. Ich fand das auch eine mutige Entscheidung, als ich letzte Woche da vorbeigefahren bin und dachte ich, holla, da müssen Sie sich aber beeilen, wenn Sie bis zum Böllschen Fest fertig werden wollen. Diese Sperrung hier ein paar Tage vor dem Böllsche Fest zu machen. Tatsächlich, das ist auch nur mein Stand, ich kann mich da auch nur bei Dritten informieren. Sie wollen eben das Hirschgarten-Dreieck bis Juli jetzt endgültig fertig bringen. Das war ja auch ein etwas längeres Forschungsprojekt, diese Straßenbauarbeiten dort. Und jetzt soll es tatsächlich im Juli mal fertig werden. Und da war jetzt diese Sperrung erforderlich. Mich wundert auch, dass die ein und dieselbe Behörde, Verkehrslenkung, ihren Antrag auf Sperrung der Böllsche Straße für dieses Straßenfest entgegennimmt und dieselbe Behörde, wahrscheinlich nur ein anderer Mitarbeiter, entscheidet, ein paar Tage vorher den Müggelseedamm zu sperren. Das ist für mich auch nicht erklärt. Das kann ich auch nicht erklären. Was können wir denn tun? An welcher Stelle können wir denn sozusagen lokal vor Ort irgendwas machen? Kann da irgendjemand aus... kann man irgendwas beeinflussen? Nein. Also hier sitzt auch keiner. Sie sind im Verkehrsausschuss. Also vielleicht können Sie was beantworten. Gut, jetzt bin ich zu hören. Also der Verkehrsausschuss war vor 8 oder 10 Wochen bei der VLB und hat sich den Betrieb sozusagen erklären lassen. Senator Müller hat auch erläutert,
welche Beschleunigungsmaßnahmen gerade beim Thema Baustellenkoordinierung, wie es gestraft werden soll. Allerdings, unsere Erfahrungen sind, dass die VLB, wie auch Ihre Erfahrung, eine Behörde innerhalb Verkehrslenkung Berlin ist VLB. Also die bestimmen die Umleitung und Baustellen und überhaupt die Verkehrszeichen auf den Hauptstraßen und auch auf den allen Strecken, wo eine Straßenbahn fährt, also sind genau dafür zuständig. Und wir als Verkehrsausschuss haben da auch leider wenig Einfluss tatsächlich auf die VLB. Das ist so ein bisschen ihr Betrieb, die sind irgendwie agieren die derart selbstständig. Da ist nicht so richtig Kraut gewachsen, müsste in der Senatsverwaltung anders organisiert werden, muss ja jemand zuständig sein für die Verkehrszeichen und Umlenkung, aber da scheint die Kommunikation sehr schlecht zu sein in der VLB. Also der Einfluss auch vom Abgeordnetenhaus ist gering. Die Bürger müssen dann eben auch versuchen, Druck zu machen, wenn bei der VLB das nicht reicht, denn eben über die Verantwortlichen, wie den Bürgermeister, dass der Druck weitermacht und dann an den Senator. Okay, vielen Dank. Das, die Empfehlung, die ich rausgehört habe, nächste Mal Fässer auf die Straße stellen und anzünden, weil ansonsten den Bürgermeister brauche ich mich auch nicht wenden, weil der kann ja auch nichts tun. Wir müssen das Thema wechseln und Micha, du darfst mal wieder ein bisschen was lenken. Ja, genau, denn wir wollen ja möglichst viele Themen ansprechen, deswegen bitte ich jetzt auch alle hier vorne und auch Sie, möglichst kurze Fragen und wir auch kurze Antworten, damit wir möglichst eine Vielfalt an Themen hier möglich machen können. Marian, du hast jetzt einen Fragesteller. Ja, insgesamt schon drei, aber die Herrschaften und die Damen haben sich wieder hingesetzt, aber wir wollen das alles natürlich besprechen, ich komme gleich zu Ihnen, aber wir haben jetzt mal direkt eine Frage einer Person, die direkt neben mir steht. Ja, die Frage geht jetzt nochmal zur Böschestraßensanierung. Sie sagten eben, 2014 ist geplant, das durchzuführen. Wann erfahren wir, wann genau es dann tatsächlich losgeht? Ich will das auch begründen, diese Frage. Wir haben hier Geschäfte in der Straße, 150 an der Zahl, wovon viele mindestens auch einen Jahresvorlauf brauchen für massive Geschäftseingriffe. Waren müssen manches Mal jetzt schon geordert werden, Personalplanungen etc. Also wann erfahren wir, dass die Böschestraße saniert wird und unter Umständen halt die Geschäfte dann sich darauf einstellen müssen? Ja, Frau Menzel, das hängt natürlich davon ab, wann die BVG sich entscheidet, mit den Bauarbeiten zu beginnen. Und der Vorschlag, der von uns kommen wird, ist, dass sie natürlich hier auch eine eigene Bürgerversammlung zu diesem Thema machen werden, wo auch klar der Bauablauf, der Zeitraum natürlich genannt wird und welche Einschränkungen da herrschen werden. Das ist aus meiner Sicht auch Verpflichtung der BVG. Und ich meine, das war möglicherweise das Gute aus dem letzten Sommer, wo hier großer Aufruhr war, dass das bei der BVG zumindest angekommen ist. Also so können sie mit den Friedrichshagen da nicht umgehen und beim nächsten Mal wird es dann richtig Ärger geben. Und das hatten wir damals auch zugesagt bekommen von einem BVG-Direktor, der gesagt hat, dass das hier im Grunde genommen frühzeitig vorgestellt wird und die Gewerbetreibenden und die Anwohner auch einbezogen werden, was ihre Belange betrifft. Aber solange noch nicht klar ist, wann und wie die BVG beginnt, können die das ja selbst noch nicht sagen. Ja, das machen wir doch. So, vielleicht gibt es dann Dienstag-Demos. Montag ist ja schon besetzt, ne? Also Friedrichshagen lässt sich nicht alles gefallen, das wissen wir ja. So, aber jetzt Hummel, was ist los da bei dir? Vielleicht für eine Dame, ich stelle die Frage in Vertretung, wenn ich sie richtig verstanden habe, und zwar im Zuge des Neubaus der Böschestraße sagt eine Bürgerin, wäre es fast wirklich notwendig, dass man auch Fahrradwege baut. Wie sieht denn da die Chance aus auf Fahrradwege in der Böschestraße, auf der Böschestraße? Na, verkehrspolitisch? Wir haben auch unsere Fraktion in der BVV ja hier einige Vorstöße zu den Radwegen mal gemacht. Die Problematik ist, dass die Chefstraße und die Parkplätze natürlich auch erhalten bleiben sollen und von daher war unsere Empfehlung nicht ein extra Radweg zu bauen, sondern die Böschestraße durchgehend Tempo 30 anzuordnen und dann durch den geringeren Geschwindigkeitsunterschied
ist, denke ich, das Radfahren dann auch einigermaßen gut möglich. Das glaubt auch nur der. Es gibt einen Plan vom Bezirksamt, der uns vorliegt, auf dem tatsächlich Radwege vorgesehen sein sollen. Wobei die generelle Frage natürlich steht, wie wird die Aufteilung auf der Bötestraße stattfinden? Die Bäume sollen erhalten werden, die parkenden Autos sollen erhalten werden, die Geschäfte sollen erhalten werden. Es soll keine Trennung auf der Bötestraße geben. Es soll freie Bewegung stattfinden. Und alles, was diese freie Bewegung einschränkt, wird sozusagen die Struktur dieser Straße maßgeblich beeinflussen. Und insofern sehe ich das noch nicht so, dass die Radwege wirklich kommen werden. Aber sie sind auf jeden Fall in der Planung. So, Marian, nächste Frage wieder, und zwar in Vertretung. Und zwar fragte vorhin ein Bürger um den Mögelturm, also die Problematik des Mögelturms. Ach je, ja. Das ist ja wirklich ein Dauerbrenner hier auf unseren Talks. Ne? Wohl wahr, wohl wahr. Leider, weil das sich auch nichts verändert hat offensichtlich. Und das wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder eine Frage sein. Ja, Mögelturm. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Mit der habe ich nun heute gar nicht gerechnet. Letztes Jahr habe ich mit der Frage auch nicht gerechnet. Ich will Ihnen gerne den aktuellen Stand sagen. Das Bezirksamt ist da inzwischen auch nur noch in einer Zuschauerfunktion, weil das Ganze ja gerichtlich ausgefochten wird. Inzwischen ist das vom Oberlandesgericht gelandet. Es gab ja den Versuch, den Kaufvertrag mit dem sogenannten Investor, der den Mögelturm in den letzten Jahren hatte, rückabzuwickeln, weil er eben seinen Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag, nämlich dass er das dort instand setzt, nicht nachgekommen ist. Diese Rückabwicklung des Kaufvertrages wurde auch in die Wege geleitet und dann hat er dagegen geklagt. Also Rückabwicklung des Kaufvertrags wäre nichts anderes, als ihn praktisch wieder zu enteignen. Und das geht natürlich in Deutschland nicht ganz so einfach. Er hat dann dagegen geklagt. Er hat vor dem Landgericht Krefeld verloren und ist aber sozusagen in die nächste Instanz gegangen. Vor dem Oberlandesgericht ist er jetzt. Er wird dort auch verlieren, das wissen wir schon, weil der Fall ziemlich eindeutig ist. Allerdings dauert das seine Zeit. Also das Oberlandesgericht hat wohl für den Herbst die Verhandlung terminiert und so lange passiert an der Stelle eben nichts. Also werden wir nächstes Jahr weiter darüber reden und das wahrscheinlich auch noch in 10 Jahren. So, das bleibt für uns in schöner Erinnerung, dass wir alle als Kinder da oben waren und da war ein schönes Restaurant. Mal sehen, wie es weitergeht. So, Marian. Also erstmal keine Fragen. Es sei denn, jemand meldet sich. Haben Sie noch Fragen, liebe Gäste, hier direkt vor der Bühne? Einfach nur melden, dann bin ich sofort bei Ihnen. Also, sind noch Fragen da? Aber, hier vorne. Oder, Hummel, schaffst du es? Soll ich dir helfen? Nein, danke. Nee, geht schon, alles klar. Ja, wir sind ja auch schon 23 Jahre hier, ne? Ja, und zwar geht es hinten Charlotte E. Pauli Straße, in dem ehemaligen HSM-Wegeländer. Dieser Gang, der da hinten gemacht wurde, an die Grundstücke, was ist denn da jetzt da? Wird da weitergebaut oder bleibt es so? Das jetzt. Ja? Ja, wer? Kann jemand darauf antworten? Das ist jetzt eine ganz spezielle Frage, ne? Da müsste man sich dann erstmal. Ja, antworten. Tja, also das kann jetzt offensichtlich erstmal keiner so speziell beantworten. Also wenn wir jetzt keine Antwort haben, vielleicht können Sie uns eine Mail schreiben und wir sorgen dafür, dass man eine Antwort zukommt. Ja, entweder an den Herrn Igel direkt schreiben oder an die Werbegemeinschaft für den Tagen und dann sorgen wir dafür, dass da eine Antwort kommt und dann werden wir die vielleicht auch auf den Tagen der Schirm oder so veröffentlichen. Ja? So, du hast eine Frage. Ja, bitteschön. Wie ist der Stand mit der weiteren Nutzung des ehemaligen Rathauses? Die Polizei ist lange raus, das Rathaus steht leer. Was wirkt? Ich gebe dann auch weiter an Herrn Apelt. Ne? Also, wir haben keine Polizei hier. An der Stelle war sich die Politik auch ziemlich schnell einig. Wir haben das Projekt der Friedrichshagener hier unterstützt, die das Rathaus im Grunde genommen für sich zurückerobern wollten, für die Friedrichshagener als offenen Ort, als Ort von Kultur im Wesentlichen. Das war ein recht langer Prozess, ging es darum, eine Direktvergabe an die Rathaus Friedrichshagen KG auch durchzusetzen. Das war schwierig, am Ende hat das aber geklappt. Nun gab es dann einen Wandel in der Berliner Liegenschaftspolitik. Die sagte, na, wir wollen ja eigentlich gar nicht mehr verkaufen, wir wollen eigentlich mehr Erbbaurechte vergeben. Und seitdem gibt es also mit den Initiatoren, und Herr Apelt ist einer davon, Gespräche über den Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages. Da haben wir als Bezirksamt erstmal nichts mit zu tun. Ich höre dann gelegentlich, wenn ich mit Herrn Treutler oder mit Herrn Apelt spreche, wie der aktuelle Stand ist. Und den müssen Sie sich jetzt tatsächlich von Herrn Apelt vielleicht direkt erklären lassen.
Also wir sind noch nicht in dem Zeitrahmen von BER, wobei wir BER ja nicht mehr BER nennen dürfen, habe ich heute erfahren. Wir sind erst seit 2007 an diesem Projekt dran. Für den Außenstehenden hat sich quasi kaum was verändert. Inhaltlich ist eine soziale Einrichtung geplant, zum Beispiel eine Kita oder mit dem Kiezclub Vital waren wir zwischenzeitlich mal in Verhandlung. Es soll eine Musikschule rein, es sollen Bildungseinrichtungen rein, es sollen Büros rein für die Bürgervereine und so weiter. Nicht die staatliche, nicht die staatliche. Also inhaltlich hat sich das Projekt relativ wenig verändert. Die Struktur hat von wir mieten das Rathaus zu wir kaufen das Rathaus zu wir machen jetzt einen Erbbaurechtsvertrag, sprich wir kaufen das Rathaus, aber nicht das dazugehörige Land. Jedes Mal, wenn wir einen Schritt weiterkommen, tut sich eine neue Tür auf, die neue Verpflichtungen, neue Regelungen, neue Bedingungen schafft. Diese Bedingungen müssen dann immer wieder verhandelt werden und immer wieder stößt man an Grenzen, die entweder nicht in der Entscheidungsbefugnis einer einzelnen Person, zum Beispiel dem Geschäftsführer des Liegenschaftsfonds, der uns den Kaufvertrag dann letztendlich unterbreiten muss, liegen, sodass wir jetzt gerade aktuell darüber verhandeln, wie hoch dann das Grundstück beliehen werden darf. Also es sind letztendlich bloß noch monetäre fast Randbedingungen, die es zu verhandeln gilt. Und wenn die Leute, die die letztendliche Entscheidung treffen dürfen, also senatsseitig, sagen, jetzt unterzeichnen wir, dann haben wir das Rathaus. Diesen Zustand haben wir noch nicht erreicht, aber wir kommen ihm stückchenweise näher. Ja, und also, wenn es um Hausentwicklung, Stadtentwicklung, Regionenentwicklung geht, bin ich relativ entspannt. Da denke ich nicht in 1, 2, 3, 4 Jahren, sondern eher in 10, 12, 20, 30 Jahren. Insofern liegen wir noch super im Zeitplan mit dem Rathaus. Es geht zwar ein bisschen auf die Nerven, weil es ganz langsam vorwärts geht, aber es geht vorwärts. Und ansonsten www.rathaus-friedestag.de, da kann man es immer nachlesen. Wir machen eine Runde ein bisschen selbst. Ja, genau. Hier vorne wird schon gesammelt fürs Rathaus. So, Marian? Ja, jetzt eher was Ungewöhnliches. Also ich möchte mich sehr herzlich nochmal bei Herrn Oberbürgermeister, Herr Igel, bedanken. Ja. Oberbürgermeister. Ja, genau. Bei Wir Senioren, ich komme von der Senioreneinrichtung KESS in Köpenick, für seine Präsenz dort und seine gute Arbeit und dass er uns immer so gut unterstützt hat. Ich spreche, glaube ich, im Namen vieler Senioren hier. Vielen Dank. Und weiter so. Bezirksbürgermeister. Ja. Aber das Oberbürgermeister klingt auch irgendwie, geht auch gut runter, ne? Ja. Vielleicht gibt es ja irgendwann einen Oberbürgermeister in Berlin. Wenn es eine Fusion mit Brandenburg gibt, dann gibt es ja keinen regierenden Bürgermeister mehr. Dann gibt es nur noch einen Oberbürgermeister. Also in Hai-Alarm am Müggesee hatten wir ja auch einen Bürgermeister am Rathaus, ne? Genau. So. Erstmal muss kaufen diese Rathaus. Mal eine Frage von mir, Hummel. Ich habe nämlich voriges Jahr unseren Bürgermeister gefragt, wie das, da war der Stand ja der Dinge, was den Flughafen betrifft, so, dass man gesagt hat, 15 Millionen kostet jeder Monat Verschiebung, dass BER nicht öffnet. Da, und zur gleichen Zeit weiß ich, dass es ja große Probleme gibt, Mitarbeiter im öffentlichen Dienst müssen Stellen abgebaut werden, es fehlt Geld für Schulen, Jugendclubs werden geschlossen und so weiter. Das ist also eine Situation, auf der einen Seite fehlt wirklich Geld für ganz dringende Sachen, für Sportvereine und auf der anderen Seite werden öffentliche Gelder aus sogenannten Steuermehreinnahmen einfach so verschleudert. Jetzt haben wir in der letzten Aufsichtsratssitzung vor ein paar Tagen gehört, diese 15 Millionen reichen ja gar nicht. Jetzt redet man schon von 30, 40 Millionen jeden Monat Verschiebung. Und das ist noch nicht in Aussicht, wann das Ding eröffnet wird. Also auf der einen Seite fehlt das Geld, auch hier im Bezirk, und auf der anderen Seite wird das so rausgeballert, weil auch so viel Fehlversagen von Leuten da ist. Macht das einen Bürgermeister wütend? Ja, das ist schon ziemlich frustrierend, ne? Weil wenn man sieht, was wir mit 15 oder 30 Millionen im Bezirk machen könnten, das ist ja quasi, also 13 Millionen sind 10% unseres Bezirkshaushaltes, was wir mit nur einem Monat damit anfangen könnten, das ist schon enorm. Wir könnten ganz viele Einrichtungen erhalten, wir könnten auch sozusagen Strukturen hier im Bezirk verbessern. Und natürlich, da darf man sich nichts vormachen, ne? Das werden wir Berliner hier alle schon zu spüren bekommen. Irgendeiner muss das ja zahlen. Ich fand es auch spannend, wie schnell es geht, 400 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt für diese Maßnahme einfach so zur Verfügung zu stellen. Wenn wir Bezirke nur einmal im Jahr um 50 Millionen kämpfen, die alle Bezirke bekommen sollen, damit sie halbwegs auf dem Niveau bleiben können, ist kein Weg dahin zu finden. Das ist denn schon ein bisschen ärgerlich, das ist auch ein Stück frustrierend, muss ich ganz ehrlich sagen.
So, gibt es Fragen? Marian? Ja, es gibt noch eine Frage aus dem Publikum. An der Allende-Brücke haben Arbeiten begonnen. Gibt es da eine Terminplanung und kann uns zusätzlich die Sanierung der Behelfsbrücke, Lange Brücke überraschen? Also die Allende-Brücke, das ist mal eine gute Koordination, wird also nicht gleichzeitig mit dem Hirschgarten-Dreieck gebaut, sondern das passiert nacheinander. Allerdings wird die Allende-Brücke ziemlich bald beginnen müssen. Wir haben da auch noch keinen Zeitpunkt. Also die Arbeiten jetzt haben da nichts mit der grundsätzlichen Instandsetzung dieser Brücke zu tun. Das wird frühestens 2014 der Fall sein. Sie muss aber dringend saniert werden. Die ist also in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Wann das genau beginnt, können wir aber nicht sagen. Die Lange Brücke ist ein Projekt, das wird noch einige Jahre dauern. Also das ist nicht vor 2017, 2018 in der Planung. Es gibt jetzt erstmal beim Senat überhaupt die Entscheidung, dass dort eine neue Brücke errichtet wird. Also die Behelfsbrücke, die wird entfernt. Die Behelfsbrücke hat ja dann auch ein paar Jahrzehnte hinter sich. Also ist ja dann vielleicht auch tatsächlich für eine Behelfsbrücke langsam das Ende erreicht. Aber das wird nicht vor 2017, 2018 möglicherweise noch später beginnen. So, jemand noch eine Frage? Vielleicht da ganz hinten, auf dieser Seite oder hier drüben. Marian, du bist ja mitten im Volk. Mensch, sonst, da gab es hier so viele Fragen, dass wir dann irgendwann abbrechen mussten. Und heute ist alles ein bisschen ruhiger, ne? Sind offensichtlich alle zufrieden, ist ja auch ein gutes Zeichen, ne? Marian, gibt es da noch jemand? Ja, da kommt jetzt, na klar. Also ich hätte eine Frage an Frau Harand. Sie haben ja, nachdem Herr Wowereits den Flughafen nochmal verschoben hat oder die Eröffnung nochmal verschoben worden ist, hat Herr Wowereits letztes Jahr ganz großartig die Leute, die im Südosten froh darüber sind, dass es verschoben worden ist, mit den Worten, die sind froh, dass es der ganz große Krach noch nicht kommt, da hat er zugesagt, die sind ja schadenfroh. Und Schadenfreude wäre ein ganz mieser Charakterzug, wirklich. Und Herr Wowereit ist dann von Ihnen beim Misstrauensvotum auch bestätigt worden in seinem Amt. Da frage ich mich, warum Sie jetzt hier stehen und wie Sie sowas vertreten können. Der Mann verarscht uns auf Deutsch, die Bürger. Und wenn ich Herrn Igel sagen höre, ja, es wäre schön, wenn wir auch so viel Geld hätten, 400 Millionen in einem Monat, und das ist dann der Etat, den Köpenick in 3 Monaten hat, sich da einfach so mit zufrieden zu geben und keiner sagt dazu was auf so einem Fest, finde ich total merkwürdig. Für mich ist die SPD im Bezirk und im Abgeordnetenhaus, die vertreten nicht die Interessen der Bürger. So einfach ist das. Und ich weiß nicht, warum Sie hier stehen und was das soll. Ja, ich danke für die Frage. Ich denke, da muss wirklich drüber gesprochen werden. Das Thema Flughafen ist hier natürlich immer noch ein Thema. Allerdings muss ich sagen, das, was da passiert, also dieses, ich sag mal, wirklich Desaster, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch durch diese vielen Verschiebungen, ist letztlich auch nicht entschuldbar und kaum zu erklären. Ich bin im Untersuchungsausschuss. Es ist schwierig, da überhaupt durchzuschauen, was da passiert. Aber auch wenn es jeden Monat 30 Millionen kostet, und ich weiß, wir können sehr viele Sachen mit diesem Geld machen, die sehr schön für alle Bürger wären, wir müssen das Ding zu Ende bringen, das ist nun mal so. Dass wir, Klaus Wowereit, das war ja Ihre Frage, dass wir damals den Misstrauensantrag, der gegen Klaus Wowereit gestellt wurde, abgelehnt haben, hat natürlich nicht nur mit dem Flughafen zu tun. Das eine ist das Flughafen. Ich sage nochmal, der muss fertig gemacht werden. Ich hoffe, das geht möglichst schnell, aber es wird sicherlich noch ein Jahr oder vielleicht auch länger dauern. Aber in der Politik geht es immer nicht nur um ein Thema. In der Politik geht es immer um ganz viele Themen. Da geht es um Bildung, da geht es um Wirtschaft, da geht es um Stadtentwicklung. Und wegen eines einzigen Themas eine Regierung zu stürzen, das war unter allen Abgeordneten einmütig der Fall, dass sie sagen, das wollen wir nicht. Denn auch was wäre denn passiert, dann hätten wir noch wieder mal richtig lange Wahlkampf gemacht. Das mögen ja die Bürger auch ganz gerne, wenn ich das immer so mitkriege, wenn die Politiker auf der Straße stehen. Und danach hätte der Flughafen auch fertig gebaut werden müssen. Also ich finde, das ist eine symbolische Handlung, hätte aber nichts weiter gebracht. Ich stehe hier für Bildungspolitik, für Kulturpolitik und natürlich auch dafür, dass diese Region sich hier gut entwickelt. Und wenn Sie gestern Zeitung gelesen haben, dann haben Sie gelesen,
In Friedrichshafen boomt es. Hier ist wirklich eine Entwicklung nach vorne. Hier ziehen Leute zu und nicht weg. Und das trotz dieses vielleicht drohenden, zunehmenden Fluglärms. Aber auch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die Flugrouten können jederzeit verändert werden. Noch eine Nachfrage? Ja. Also jetzt haben Sie es richtig gesagt, dass die Leute herziehen, trotz des drohenden Fluglärms. In der Zeitung stand es so, und auch von Herrn Igel wurde das so kolportiert in der Zeitung und anderen Politikern, die Leute würden wegen dem Flughafen herziehen. Da kann ich Ihnen nur sagen, ich bin hierher gezogen vor 8 Jahren, weil mir überall versichert worden ist, es gibt hier keinen Fluglärm, die Flugzeuge fliegen nicht über den Müggelsee. Und jetzt ist es andersrum, und jetzt zu sagen, ist doch alles okay, die Leute ziehen trotzdem hierher, das ist doch ein Witz. Und tatsächlich ist es ja nicht so, dass es keine Alternativen zum Flughafenausbau in Schönefeld gibt. Es gibt ja Alternativen. Da muss man mal auf die Internetseite von BVBB gehen und kann sich das in Ruhe durchlesen. Nur das macht keiner. Als wir damals auf der Demo waren, auf dem Weg zum bei dem Misstrauensvotum, gab es eine kleine Demo vor dem Haus. Da war ich mit 3 anderen unterwegs in der S-Bahn und da spricht uns ein Abgeordneter an und erzählt uns, oh toll, wir haben ja gleich einen Weg. Ja, dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, dann habe ich ihn gefragt, kennen Sie denn das Nachflugskonzept für Schönefeld? Kennen Sie das Konzept eines Zentralflughafens für Berlin in Sperrenberg? Nee, kenne ich nicht. Würde mich aber total interessieren. Ja. Wenn das der Stand der Information ist bei den Abgeordneten, dann Dankeschön. Das ist, hat auch mit Demokratie nichts mehr zu tun. Demokratie ist, dass die Mehrheit entscheidet, die Mehrheit einer Gemeinschaft von Betroffenen, einer Stadt, was in der Stadt gemacht wird und was gut ist. Nur das Problem ist, dass die sogenannte Mehrheit im Punkt Fluglärm einfach nicht betroffen ist. Weil die Betroffenen sind immer eine Minderheit. Und wenn wirklich in ganz Berlin der Fluglärm wäre, der rund um Flughafen ist, dann würden Flughäfen ausbauten in näher der Stadt verboten sein. Und deswegen ist es undemokratisch und dummes Geschwätz, was da erzählt wird. Ja, Dankeschön. Wir wissen ja auch alle, dass in den letzten 10 Jahren weltweit kein Flughafen so dicht an eine Stadt gebaut wurde, wie der da vorgesehen ist in Schönefeld. Also offensichtlich wirklich der falsche Standort, aber das wissen mittlerweile wahrscheinlich auch alle. Aber es gibt ja auch die Klage von Friedrichshagen, da geht es um diese sogenannte Müggelsee-Route, die ja Friedrichshagen ganz stark beeinträchtigen würde, was also die Erholung und die Ruhe betrifft und auch die vielen Millionen, die jedes Jahr hierher kommen. Diese Klage läuft. Wenn das zu Ungunsten der Flughafengesellschaft ausgeht und die Flugzeuge tatsächlich, weil die EU auch sagt, das ist ja eine EU-Schutzzone und eine Trinkwasserschutzzone und eine Vogelschutzzone, das haben wir ja nicht umsonst als EU-Schutzzone errichtet, da kann man nicht rüberfliegen und Cockpit, die Pilotenvereinigung sagt Vogelschlaggefahr, weil da Vögel nisten. Also so oder so eine ganz bescheuerte Route. Wenn die dann kippt, wie sieht es dann aus um den Standort Schönefeld? Weil das ist eigentlich die wichtigste Route für die Flugzeuge. Ja, der muss umgeplant werden. Die Müggelsee-Route ist ja auch neu hinzugekommen. Die hatte ja vor einigen Jahren noch niemand im Blick gehabt. Das heißt, es muss auch eine Variante ohne Müggelsee-Route geben. Aber das wird das Gericht entscheiden. Da werden wir dranbleiben, nicht? Ich würde gerne noch was dazu sagen. Wir hatten ja wirklich, und ich muss sagen, da wurden die Bürger getäuscht, weil man davon ausging, hier zum Beispiel, dass man sei nicht betroffen. Gleichzeitig habe ich jetzt viel gelernt im Untersuchungsausschuss. Flugrouten werden niemals planfestgestellt. Das war nie Thema in der Planung, sondern die werden kurz vorher festgelegt. Und da hat man sich verständigt, und ich sage mal in der Fluglärmkommission, die spielt da eine wesentliche Rolle. Man will den Fluglärm nicht bündeln, sondern verteilen. Das ist die Grundansicht, der Grundansatz, der in der Fluglärmkommission die Mehrheit gefunden hat. Und dadurch werden etliche Gebiete entlastet. Ich sage mal, Erzner zum Beispiel, wenn man geradeaus fliegt, wäre Erzner stärker betroffen. Da hat man sich für diese Verbreitung alle ein bisschen Fluglärm, keiner nur ausschließlich. Das ist leider Gottes auch ein Thema, auch was Demokratie betrifft. Die haben sich so verständigt. Aber ich sage nochmal, das Ganze ist noch nicht ausgegessen. Wir wissen, die Klage läuft und es wird auch immer noch daran gearbeitet, also hier möglichst wenig Menschen einfach durch diesen Fluglärm mit zu belasten. Und ich würde mich selbstverständlich, und ich bin da auch mit dabei, selbstverständlich sehr freuen, wenn es gelänge, dass wir hier Friedrichshagen mit weniger Fluglärm dann belasten werden, wenn der Flughafen mal in Gang gekommen ist.
Wenn, das wissen wir noch nicht. Überraschend ist das, wir haben schon vor 3 Jahren darüber gesprochen, nicht über die Eröffnung, und dann vor zwei Jahren, vor einem Jahr. Wer weiß, was wir nächstes Jahr sprechen über werden. Da geht es vielleicht um das Nachnutzungskonzept, da werden sich auch Leute dann streiten, wenn woanders ein Flughafen gebaut wird. Aber das Gefühl bei den Menschen, glaube ich, ist ja auch nicht nur der Fluglärm, sondern es ist auch einfach das Gefühl, die Kassiererin wird wegen so einem Getränkebon verliert ihre Arbeit, und so ein Herrn Schwarz zum Beispiel, der da wirklich Mist gebaut hat, nachweislich, der dann auch entlassen wurde, der kriegt die Millionen hinterhergeschmissen. Und das versteht doch auch keiner mehr in unserem Land. Warum kriegen die einen, wenn sie Mist bauen, wirklich nachweisbar und Fehler machen und Geld verschleudern, noch hinterhergeschmissen Millionen und ein Leben lang noch eine Rente und ein dickes Auto, und andere verlieren ihre Arbeit wegen 50 Cent. Also da ist doch keine Gleichbehandlung mehr. Oder? Sieht das jemand anders? Ja, eine Gleichbehandlung kann man da nicht von sprechen, wobei ja Herr Schwarz immer betont hat, dass er ja damit mit dem BER-Bau überhaupt nichts zu tun hat. Das war alles Herr Körtgen, und er hat damit nichts zu tun, obwohl er in seiner Zuständigkeit die ganzen Finanzen standen. Also das stimmt natürlich so nicht. Will vielleicht auch noch kurz auf die Flugrouten zurückkommen. Ich sitze auch mit Frau Harand im Untersuchungsausschuss des BER, und da haben wir uns in den letzten Sitzungen schon nochmal mit den Flugrouten und wer wusste ab wann das nicht geradeaus, sondern abgeknickt geflogen werden muss. Also klar ist, dass ab Ende 1997 oder 98 den Verantwortlichen klar gewesen ist, dass beim unabhängigen Parallelbetrieb diese 15 Grad abknicken, dass das abgeknickt werden muss. Und deswegen ist auch unser Ansatz im Abgeordnetenhaus, und da gibt es immer noch seit über einem Jahr einen Antrag, der noch nicht abschließend beraten ist, dass dieser unabhängige Parallelbetrieb ausgesetzt wird, denn der ist nicht für den ganzen Tag notwendig. Und wenn dieser unabhängige Parallelbetrieb nicht als Betriebskonzept gefahren wird, sind auch ganz andere Routen noch möglich, die so eben nicht möglich sind. Ja, so viel jetzt. Gut, ich würde mal sagen, wir hören jetzt auch mal damit auf. Du hast jetzt noch eine Abschlussfrage vielleicht. Mal gucken, ob die von allgemeinem Interesse ist. Bitte, Marian, und dann wollen auch alle wieder Musik hören, das ist mir schon klar. Ja, schönen guten Tag nochmal. Ich bin betroffener Anwohner und Unternehmer, und als Unternehmer interessiert mich eigentlich so die Frage, was ich nicht verstehe: In der freien Wirtschaft würde jeder ein Geschäft, das nicht rentabel ist, einfach einstampfen. Auch wenn es wehtut und man Geld investiert hat, sagt man, ich kann da nicht weiter investieren, ich muss fremde Gelder aufnehmen, Kredite aufnehmen, das tut mir weh. Aber in der Politik anscheinend, denke ich mal, hat man ja genügend Geldgeber, die hier auch vor ihnen sitzen, und da wird keine Rücksicht drauf genommen. Irgendwo so ein Solidaritätsprinzip ist ja für mich wohl verständlich, aber wenn es mir im Geschäftschef geht, kann ich zu ihm kommen und fragen, ob ich Geld kriege? Von mir? Ja, das ist unser Geld, das ist Steve. Ja, genau. Will noch jemand dazu einen Abschlusssatz sagen, irgendwie was Persönliches? Der Unternehmer hat recht, ja. Wem es wirtschaftlich als Unternehmer schlecht geht und es ist darauf zurückzuführen, dass es falsche staatliche Entscheidungen gab, der kann sich tatsächlich an die Senatswirtschaftsverwaltung wenden. Da gibt es beispielsweise Ausgleiche, wenn hier lange Bauarbeiten sind und so weiter und so fort. Also Sie haben durchaus recht, ja. Aber das eine hat mit dem anderen wenig zu tun. Ja, also ich glaube, dieses Thema, da werden wir wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr drüber reden, ja, und vielleicht übernächstes Jahr. Und solange wir darüber reden, haben wir über den Mückesee auf jeden Fall Ruhe. Das ist das Gute daran. Und ich bedanke mich jetzt bei unseren Gästen hier vorne, auch wenn nicht jeder zu Wort gekommen ist. Aber es ist immer interessant, mal das aus nächster Nähe zu hören. Und es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, so ganz öffentlich, auch nicht jeder will öffentlich eine Frage stellen. Man kann auch zum Bürgermeister, glaube ich, es gibt diese gewissen Bürgermeister-Sprechstunde. Ja? Am 29. Mai, 10 Uhr in meinem Büro. Genau, ganz persönlich nur Sie und der Bürgermeister. Und wenn wir das Rathaus haben, wird es diese Bürgersprechstunde im Rathaus geben, Herr Igel, ne? Das bleibt ja dabei. Ja, also demnächst auch wieder Bürgersprechstunde in Friedrichshagen mit Herrn Igel. Und eine kurze Sache noch, heute um 14 Uhr und um 16 Uhr gibt es nochmal eine kleine Führung durchs Rathaus. Also wer Interesse hat, kann einfach nochmal hinkommen und dann sind die Tore nochmal offen. Vielleicht sogar mit Ihnen, Herr Igel? Ich weiß gar nicht mehr. Haben Sie um 14 Uhr noch Zeit? Nee. Okay.
Gut, jetzt müssen wir Musik machen, ne? Weil alle warten auf unsere Lokalmatadoren hier, Otto Kaplan und seine Band. Also Dankeschön Ihnen, noch einen schönen Tag, schönes Fest und gucken Sie sich ein bisschen um. Ansonsten, ja, mal Applaus auch für unsere Gäste hier vorne, weil Sie haben eigentlich auch einen Sonntag. Ich glaube, wenn man als Bürgermeister gewählt wurde, da gibt es keinen Sonntag wahrscheinlich mehr, es gibt so viele Veranstaltungen. Es gibt hier die Stände von verschiedenen Parteien, auch da kann man mal mit den Leuten ins Gespräch kommen. Da CDU, die Grünen, da drüben die Linke und so weiter. Also, wenn Sie wollen, können Sie auch ganz persönlich Ihre Fragen stellen. Dankeschön, Marian. Dankeschön Ihnen, dass Sie Geduld gehabt haben und zugehört haben. Und wir machen jetzt wieder ein bisschen Musik. Schönen Sonntag. So, Otto. Steck das Instrument in den Mund. Das tut mir leid, dass wir euch so lange haben warten lassen. Aber das kennen wir. Dafür machen wir jetzt eine große Runde. Otto und seine Five the Club Jazz Band. Viel Spaß.